So, und ich bin genau an dieser selben Stelle jetzt stehen geblieben, wo wir es zuletzt waren. Und es geht jetzt einfach mal heiter weiter. Ja. Und wir gucken uns mal an, was hier der Gil... Ich weiß das schon gar nicht. Was will denn der von uns? Also bestimmt gleich wieder übelst kämpfen. Was steht hier? Willkommen zurück, Delta. Ladies and Gentlemen, Fontaine Futuristics lädt Sie ein, Ihre Skepsis abzulegen, Ihre Erwartungen zu steigern und Ihre Zweifel zu zerstreuen. Mhm. Denn wir präsentieren Ihnen die revolutionäre Kraft unserer Plasmid-Serie zur Heimatverteidigung. Da-ta-ta-ta! Huch. Darf ich um einen Freiwilligen aus dem Publikum bitten? Kommt näher jetzt her. Nur zu, nicht so schüchtern. Die sind entweder alle tot oder es sind irgendwelche Puppen. Wie wär's mit Ihnen, Sir? Nein, der will ums Verrecken nicht. Hahaha. Hm. Da hinten, kommen Sie herunter. Einen Applaus für die Dame. Oh, Houdini. Über dem ja, erhöhter Schaden im Allgemeinen oder bei Houdinis Bleistung? Nur eine einzige Freiwillige? Was ist, Gentlemen? Die Dame ist doch furchtbar einsam, so allein hier oben. Tja. Kommen Sie herunter, Sie alle! Oh nein. Wieso Schwein? Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Ich will dich doch bloß umbringen. Einen kräftigen Applaus bitte für Subject Delta und die Kraft der Plasmide. Ich komme hier nicht hoch. Verflucht nochmal. Oh no. Oh, jetzt kommt schon wieder so ein Atzi hier. Wir haben noch 16 Panzerbrechen. Subject Delta. Sieht aus, als hättest du einem Kollegen die Schau gestohlen. Und jetzt will er sich rächen. Was wird Delta jetzt tun? Dir einen auf die Schnauze hauen, wenn du sofort die Klappe hältst, mein Freund. So, mein Freund. Du bist immer noch ein Siegertyp, Delta. Ohne dich war die Tour nur noch die Hälfte wert. Ich hab dich fotografiert, scheiße. Wenn man bedenkt, dass du so hochgespleist warst, dass du kaum stehen konntest, als wir dich in diesen Aufzug gesteckt haben. Die Fontaine-Betriebsrente ist dir so gut wie sicher, mein Junge. Wenn du meinst. Jetzt habe ich kein Bild von dem Typen, ihm verflucht. Oh. Mal schnell noch einen gehoben. Boah, das mit dem Eisdingensbummens, das war cool. Oh, noch zwei. Oh, jetzt geht schon wieder die Muni aus hier. Ich nehme jetzt mal wieder die normalen Employees only. Na, das werden wir doch mal sehen. Hä? Hier war ich doch vorhin. Ach, hier war dieses Nein, ich mach's nicht nochmal. Vielleicht nachher. So. Ich speichere sich jetzt aber nochmal. Wer weiß, was hier passieren wird. Ich weiß es nicht mehr. Oh, ich freue mich schon so auf Bioshock Infinite, ey. Oh Mann. Was mache ich denn? Oh, voll daneben. Das sehe ich. Das ist echt noch mit die beste Waffe, wenn die bloß nicht immer so viel verbrauchen würde hier. Wie viel Kohle haben wir denn? 114 Piepen. Cool. Kaufen wir einmal Treibstoff und auf jeden Fall 50er Kugeln.
Und noch einmal Treibstoff. Weil das mit dem Treibstoff kommt jetzt langsam wirklich ganz gut. So, Verbandskästen haben wir auch genug, würde ich sagen. So, wo jetzt als nächstes hin? Kurz hier im Wasser stehen und überlegen. Weil wir kriegen hier was zurück. Was ist hier? Kann ich nicht nehmen? Jo. Obwohl hier, guck mal, so jetzt... Ah ne, lass mal. So, wo als nächstes hin? Lalalalalala. Hier war ich noch, glaube ich, noch gar nicht, oder? Ich will mal. Ne, hier war ich noch nicht. Oh, komischer Atmo. Kein Fisch mehr. Der Scheißfisch hängt mir zum Hals raus. Oh! Das kann ich mir gut vorstellen. So wie du riechst aus dem Mund. Huch, was war denn das? Wieso habe ich schon wieder so viel Energie verloren? Von dem Typen jetzt oder was? Hallo? Ich würde gern hier rein. Warum kann ich hier nicht rein? Rohrtreibstoff, danke. Kontaktmine, danke. Okay, jetzt bin ich... Steht hier irgendwas? Alle Mitarbeiter müssen sich die Hände... Spinnt's wohl. Hier kann ich anscheinend nichts machen. Oder wie? Oder was? Ja. Dann gehe ich nochmal oben schnell gucken. Habe ich dich denn schon eingesammelt? Frisch Wasser. Lecker Schmecker. Schmackofatz. Hier ist noch was zum Einsammeln. Eine schöne Cola. Ah, ich glaube, da hinten war ich doch noch gar nicht, oder? Oh, Geld. Letzten Zuckungen hier, oder was? Ja, sieht so aus. So, hier wollte ich doch hin. Scheiße. Sag mal, hallo? Wieso hat der jetzt nicht? Okay, das war jetzt merkwürdig. Was gibt's denn hier? Katze streicheln, Katze streicheln. Braves Mietz. Ja, ich weiß, ich habe braves Mietz gesagt. Ich weiß es. Mietz, Mietz, Mietz. Ah, okay, hier kommen wir raus. Jetzt weiß ich es wieder. Plumps. Kriegen wir jetzt hier nicht einige Eve-Spritzen? Ich dächte, mir wäre so. Tagebuch. Das stellt alles in Frage. Selbst jetzt, als ich diese Aufnahme mache, kann ich es kaum glauben. Die Psychiatrie war immer mein Fach, um das Bewusstsein in all seinen Schichten zu erforschen. Aber Intelligenz erfordert keine Selbstbeobachtung. Der Sohn Ryans war effektiver als all seine Rivalen mit ihrer Selbstbewusstheit. Er lebte ohne Fragen. Ich könnte das selbst abschaffen und die Welt retten. Ja, dann versuch das doch mal. Einfach mal die Welt retten. Und 185 Millionen Mails checken. So, Bohrkraft 2. Neues Tonikum, Bohrkraft 2. Würdest du eine Schlägerei einem Schusswechsel den Vorzug geben? Mit Bohrkraft 2 bist du ein Meister der Melee-Attacke. Jawohl, ja. Bohrkraft 2, dein Bohrer bewirkt noch mehr Schaden, wenn du ihn drehst oder schwingst. Und das ist natürlich voll Bombe. Plasmid-Technologien ist alles möglich. Die Macht der Götter liegt in ihren Händen. Unsere Eingriffe verlaufen schnell, schmerzfrei. Ich fühle mich großartig. Besser als je zuvor. Wow. Die Resultate sprechen für sich. Investieren Sie noch heute in Plasmid-Technologie. Oh,
kaputt. Putte geht. Ja, wo soll ich jetzt... Das hatte ich doch schon. Dank der neuen hier bei Fontaine Futuristics entwickelten Plasmid-Technologien ist alles möglich. Die Macht der Götter liegt in ihren Händen. Unsere Eingriffe verlaufen schnell, schmerzfrei. Sollte nochmal oben schnell nochmal gucken? Nochmal schnell, nochmal schnell, schnell, schnell. Großartig. Besser als je zuvor. Ja, wow. Besser als je zuvor. So, Frank Fontaine, hier war ich noch nicht. Glaube ich. Hier funkelt auch irgendwo was. Ich hör's doch. Hier ist wohl der Fred. So, wie viel Muni haben wir jetzt eigentlich wieder? Ah, okay. Oh no. Wow. La 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 la. So. Wo ist mein Geschenk? Ey, der hat mir ja gar nichts hinterlassen, der Vogel. So ein Arschloch. Lügner! Wer ist denn das? Hure! Ein Kerl, okay. Lügner! Fontaine-Familie. Erstmal ein Saufen auf den ganzen Schreck hier. Oh, sind wir trinkfest geworden? Nein, sind wir doch nicht. Ich habe es schon gedacht. Drehen. Okay. Oh, Alter, hier können wir uns ordentlich... Nachher fangen wir noch an zu kotzen. Das würde jetzt fehlen, so in den Helm reinkotzen. Dann sehen wir alles um... So, einer noch. Oh. Okay, wir können zurück. Schmugglerkiste, wie was? Immer wenn Ryan mehr Dampf macht, weiß ich, dass ich einen kleinen Schritt näher dran bin, ihn in seinem eigenen Spiel zu schlagen. Aber jetzt ändern sich die Spielregeln. Ryans Jungs treten mir die Tür ein. Und denken, sie könnten mir wegnehmen, was mir gehört, und mich in den Rinnstein werfen. Sie kommen zu mir und erwarten eine Mordshow. Aber sie werden nur erleben, wie jemand verschwindet. Auf Wiedersehen, Fontaine. Und hallo, Atlas. Boah, klingt der schwul. So hört sich das fast an. So, aber wo kriegen wir denn noch eine Little Sister her? Wir müssen noch zwei befreien. Ja, noch zwei. So, was sagt eigentlich die Uhr? Ich habe jetzt gar nicht so richtig aufgepasst. Gott verdammt. Jeder neue Tyrann wagte sich hierher auf der Suche nach Eroberungen, Delta. Fontaine, Ryan und jetzt du. Aber jeder möchte gern, Cäsar muss lernen, die Dolche seiner Gefährten zu fürchten. Frage dich, Delta. Was hat Sinclair davon, dass er dich hierher führt? Das werden wir wohl noch erfahren. Bin ich denn hier gelandet? War ich ja vorhin schon? Da, der eine lebt. Ich seh's doch, ich seh's doch. Ich hänge fest. Hey, wieso hat er denn jetzt nicht fotografiert? So, den haben wir auch bald voll, glaube ich. Was haben wir denn hier? Ein Heckpfeil. Sehr cool. War hier gerade eine Big Sister? Oh, war das vorhin schon hier? Ich kann nicht darauf geachtet. So, alles.
ist voll, voll, voll. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, gleich dreht sich wieder alles. So, ich glaube, wir können jetzt erstmal. Alter, kann man Scheiße zielen. Oh, das ist das ist hier so ein ultimatives. Muss ich das nicht irgendwie einsammeln und dann führt mich das irgendwo hin und dann. Wie war denn das? Instabiles Teleportplasmid. Ich weiß nicht, ist das jetzt eine gute Idee, dass ich das jetzt schon nehme? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Das hat mich, glaube ich, überall irgendwie hingeführt. Nur nicht dahin, wo es sollte. Scotch, nee, jetzt reicht zum Saufen hier. Knapp. So, Geld. Schnell der Aktentasche. So, und bevor ich das Ding hier nehme, mache ich eine Aufnahmepause. Und ja, wir sehen uns dann halt im nächsten Take weiter. Wieder. Und Teleport! Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ich freue mich so auf Bioshock Infinite. Ich muss das einfach nochmal sagen. Okay, denn Wiederschauen reingehauen. Wir sehen uns. Tschüssili.